Herzlich willkommen zu Unter den Linden. Nach wie vor ringen in Brüssel die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zusammen mit dem türkischen Ministerpräsidenten um eine gemeinsame Flüchtlingspolitik. Sobald der Gipfel zu Ende geht, und das könnte durchaus noch innerhalb dieser Sendung sein, schalten wir live nach Brüssel, um Ihnen die Abschlusskonferenzen zu zeigen. Bis dahin wollen wir hier im Studio diskutieren über das, was bisher nach außen gedrungen ist. Und dazu begrüße ich Christoph Schwennecke, den Chefredakteur des Cicero, und Stefan Andreas Kastorf, den Chefredakteur des Berliner Tagesspiegel. Ja, herzlich willkommen. Unser Thema heute: Merkels Kampf in Brüssel. Gibt es eine europäische Lösung? Und zunächst ein kurzer Blick nach Brüssel. Dort ist mein Kollege Jan-Christoph Nüse. Guten Abend nach Brüssel. Guten Abend. Ja, Jan-Christoph, anders als geplant haben die 28 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union den türkischen Ministerpräsidenten Davutoğlu noch mal zum Abendessen und weiteren Verhandlungen eingeladen, weil der, so heißt es, ehrgeizige Ideen und weitgehende Forderungen aufgestellt habe. Um was handelt es sich denn da? Ja, es sind im Prinzip drei verschiedene Dinge. Zwei davon sind für die Europäische Union etwas schwieriger. Der erste Punkt, der erste Vorschlag ist eigentlich eine überraschende Erweiterung dessen, was man bis jetzt erwartet hat. Die Türkei hat nämlich vorgeschlagen, dass sie alle Flüchtlinge zurücknimmt, die aus ihrem Land in die EU kommen. Also nicht nur die, die in türkischen Küstengewässern aufgefischt werden sozusagen, sondern auch Flüchtlinge aus griechischen Inseln, und zwar Migrationsflüchtlinge, die kein Anrecht auf Asyl haben werden, und auch Syrer. Punkt Nummer zwei, die Forderung der Türkei, dass die geplanten Visaerleichterungen weitaus früher kommen als geplant, nämlich schon bis Ende Juni. Und Punkt Nummer drei, auch ein bisschen überraschend, die Türkei erwartet, dass Europa Flüchtlinge aus der Türkei aufnimmt, und zwar genau die Menge von Syrern, die dann aus Griechenland zurückgeführt wird, aufs türkische Festland. Die soll dann über eine Art von Verteilmechanismus in ganz Europa verteilt werden. Ist denn die Europäische Union überhaupt bereit und in der Lage, das zu liefern, was die Türken da fordern? Ich greife mal eine Sache heraus. Also die Türken sagen, wir nehmen die Syrer, die Flüchtlinge wieder zurück, aber ihr müsst dann genauso viele Syrer uns den Türken abnehmen. Gibt es denn überhaupt Länder in der Europäischen Union, die sagen, ja, wir sind bereit, den Türken syrische Flüchtlinge in nennenswerter Zahl abzunehmen? Also das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich habe da mal ein bisschen drüber nachgedacht, auch mal mit Kollegen hier gesprochen. Das ist ja offiziell noch nicht gesagt worden. Der Vorschlag ist ja sehr neu. Also ich würde erst einmal sagen, es gibt wahrscheinlich 5 Länder, aber nur 5 von 28, wo man sagen könnte, es ist sehr wahrscheinlich. Die Bundesrepublik Deutschland natürlich, die schon damals, als man gesagt hat, man verteilt 160.000 Flüchtlinge, da hat Deutschland gesagt, okay, unser Anteil wird ungefähr bei 40.000 liegen. Frankreich hat vor kurzem noch mal betont, das, was man damals zugesagt hat, 30.000 Flüchtlinge zu nehmen, das würde man auch weiterhin tun. Dann wird vielleicht Irland zu seiner Zusage stehen, 4.000 Menschen aufzunehmen, und die Südeuropäer, Spanien und Portugal. Aber dann wird es schon schwierig, denn wir wissen, England und Dänemark zum Beispiel haben einen Opt-out. Sie müssen da nicht mitmachen. Italien kann sagen, wir haben schon viele Flüchtlinge über unsere Inseln aufgenommen. Und natürlich die gesamten osteuropäischen Länder, sie bilden hier eine sozusagen Front der Ablehnung. Das hat auch der Ministerpräsident Ungarns Orbán hier noch mal gesagt, also die werden keine Flüchtlinge nehmen. Insgesamt also eine übersichtliche kleine Schar, aber noch ist das Thema nicht virulent, denn noch sitzt man gar nicht im Kreise der gesamten EU zusammen, noch verhandeln die Staats- und Regierungschefs sozusagen bilateral, und das geplante gemeinsame Abendessen mit dem türkischen Ministerpräsidenten hat noch gar nicht begonnen. Kann man denn trotzdem schon eine Art Prognose wagen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Plan Erfolg haben wird?
Also insgesamt ist hier zu hören, dass man die Vorschläge schon gut findet, dass man schon sagt, okay, das ist ein Schritt vorwärts. Die Türkei löst damit ja auch einige Probleme, zum Beispiel die Frage, schafft man es wirklich, alle illegalen Schlepper aufzufangen, alle Boote aufzufischen, die dann aus der Türkei in Richtung Griechenland kommen. Das ist natürlich bei der langen Küste nicht zu schaffen. Und die Bereitschaft der Türkei, aus dem griechischen Festland Flüchtlinge zurückzunehmen, würde alle diese Probleme lösen. Aber es gibt im Detail eben viele Dinge. Das hat nicht nur mit den Visaerleichterungen zu tun, das hat auch mit dieser Rückführung von Flüchtlingen zu tun, die ja im Grunde ein bisschen in die Richtung dessen geht, was eigentlich von vielen Ländern abgelehnt wird, nämlich eine Art von Verteilschlüssel für Flüchtlinge in Europa. Also das ist wirklich eine schwierige Sache. Und der Eindruck ist hier, dafür gibt es mehrere Stimmen, dass man sagt, diese Vorschläge sind gut, aber wir müssen sie prüfen. Und das könnte bedeuten, dass der Gipfel heute Abend nicht zu einer Einigung kommt. Es gibt natürlich auch die Berufsoptimisten auf der Seite der Kommission, die sagen, Durchbruch in dieser Nacht möglich. Aber weitaus mehr spricht in diesem Moment dafür, dass der Gipfel ohne die geplante große Einigung mit der Türkei zu Ende gehen könnte. Noch ein Wort zur Balkanroute. Im Entwurf des Abschlussdokumentes, da hat Donald Tusk hineinschreiben lassen, die Balkanroute ist geschlossen. Das ist die Position von Österreich und den Ländern um Österreich herum. Und Angela Merkel sagt, nein, mit mir ist so eine Formulierung nicht zu machen. Wie ist denn da der Stand der Verhandlungen? Also darüber wird zurzeit, soweit wir wissen, noch gar nicht genau verhandelt. Denn erstmal geht es um den Vorschlag der Türkei. Das wäre ja eine Formulierung zu dem Abschlussdokument. Aber die deutsche Seite sagt natürlich ganz klar, das ist keine Formulierung, die wir wollen. Die deutsche Position ist zu sagen, okay, am Ende kann es sein, dass die Balkanroute de facto geschlossen ist. Aber nicht, weil wir das von vornherein beschließen, sondern weil es eine Folge unserer europäischen Politik ist, die eben verhindert, dass viele Flüchtlinge aus der Türkei nach Griechenland kommen und sich dann auf den Weg Richtung Balkan machen. Also die Formulierung im Abschlussdokument, die deutsche Seite möchte das nicht und ich würde auch nicht erwarten, dass sie drinsteht, weil sie zum Kern der Sache jetzt gar nicht unbedingt gehört. Man will sich hier erst einmal mit der Türkei einigen, denn die Türkei ist natürlich der Schlüssel zur Lösung der Flüchtlingsproblematik. Vielen Dank für diese Einschätzung aus Brüssel. Das war live Jan-Christoph Nüse. Ja, und wir können jetzt hier im Studio bewerten, was wir da gehört haben. Herr Kastorf, ist dieser türkische Vorschlag wirklich was Neues, was die EU und die Türkei weiterbringen könnte? Ja, Neues in jedem Falle. Die Frage ist nur, ob es die EU weiterbringt, weil, wie wir gehört haben, der Wille der Partner nicht so sehr groß ist, darauf einzugehen. Also wenn man die Forderung von 3 auf 6 Milliarden aufsattelt und sagt, aber 3 Milliarden brauchen wir recht schnell, dann wird es Länder geben, nennen wir Österreich, nennen wir andere, die sagen, damit wollen wir jetzt mal ganz langsam sein, denn erstmal wollen wir Gegenleistungen sehen. Außerdem ist die Türkei, und das darf man bei all dem, was da jetzt verhandelt wird, im Hintergrund mindestens nicht vergessen, ein sehr schwieriger Partner geworden. Es gab eine Zeit, da war es etwas einfacher mit der Türkei, da war es laizistisch und war auch mit einer Gewaltenteilung versehen und da gab es Hoffnungen auf einen besseren Rechtsstaatsdialog und all solche Sachen, Menschenrechte. Und der Erdogan, kann man das schon bald ein Regime nennen. Das wird richtig schwierig, mit denen zu verhandeln. Und denen jetzt eine Europaperspektive zu geben, wird auch wiederum Widerstände hervorrufen. Und die kommen, so wie wir hier an unserem Tisch sitzen, die kommen heute Abend alle auf den Tisch. Und damit muss man umgehen. Und damit muss man dann auch vor die Wähler und Wählerinnen treten können. Also Skepsis bei Ihnen? Wie sieht es bei Ihnen aus? Chance auf den Durchbruch? Ja oder nein? Also so wie sich das anhört, wird das heute Abend eher nichts mehr werden, wäre meine Prognose. Wir sind ja doch schon zu fortgeschrittener Stunde jetzt hier unterwegs. Und ich finde interessant, dass dieser Abend erstmal zeigt, wo im Moment vorne und wo hinten ist. Es ist eine Art Ballparadox, den wir da erleben. Denn jahrelang war die Türkei gegenüber der Europäischen Union der Bittsteller. Jetzt bestimmt die Türkei die Bedingungen und die Preise. Und die Europäische Union ist erstmal verdattert und muss sich zurückziehen, muss sich verständigen, wie sie denn das Angebot so findet. Eine schwierige Konstellation, die natürlich damit zu tun hat, dass die Europäische Union in sich völlig zerstritten ist und gar nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen ist bis zu diesem Gipfel. Also tut man sich auch schwer, so einem umfassenden Angebot der Türkei sofort eine Antwort entgegenzusetzen.
dass die Zusammenarbeit mit der Türkei uns, die Europäische Union, so abhängig von der Türkei macht. Ist das ein Schönheitsfehler dieses Plans oder ist das am Ende der Knockout für diesen Plan? Weil mit dieser Türkei darf man sich einfach nicht so weit einlassen. Vor allem von dieser Türkei darf man sich nicht so abhängig machen. Ja, wie sagt Angela Merkel immer, die Wahrheit ist konkret, Genossen. Also an diesem Tisch, da geht es jetzt um Metternich'sche Bündnis- und Diplomatiepolitik. Und natürlich ist es so, dass man sich mit den Türken auseinandersetzen muss, weil man sie braucht. Normative Fakt, normierende Kraft des Faktischen. So, und dann wird man jeden einzelnen Punkt abhaken müssen. Ich bin nicht ganz so skeptisch. Also normalerweise ist es immer so bei diesen europäischen Gipfeln, kommen zusammen und liegen meilenweit auseinander und dann gibt es irgendwelche Kompromisse und dann gehen sie auseinander und dann wird die Zeit angehalten und fangen sie wieder an. Außerdem Angela Merkel, das muss man schon sagen, hat ja enorme Steherqualitäten. Und ich glaube nicht, dass sie die Türken, aber auch die anderen Partner so schnell rauslassen wird. Wenn Europa hier keine Lösung fände, was wir nicht hoffen wollen, dann wäre es für Europa ein schwerer Schlag. Und das wird jedem, so wie hier im Studio, wird jedem klar sein. Europa muss einen Weg finden, zusammenzukommen, auch mit den Türken, zu Bedingungen, die nicht allein die Türken, das ist wahr, definieren können und auch vorschreiben. Außerdem, man kann es sich nicht aussuchen. Ich meine, die Türkei hat es nun mal in der Hand, da zu steuern. Es ist völlig klar, von da kommen die Leute schlicht und ergreifend. Also kann ich nicht sagen, die Türkei in ihrem derzeitigen Zustand gefällt mir nicht, also rede ich mit denen nicht. Man muss da verhandeln. Das ist ja, glaube ich, unbestritten, dass man mit der Türkei reden muss. Aber muss man sich auch so sehr in Abhängigkeit von der Türkei bringen, dass am Ende die Türkei vielleicht sogar eine EU-Mitgliedschaft erpressen kann, weil sie den Hebel in der Flüchtlingsfrage in der Hand hat? Sie sind sehr strikt. Also es ist nicht so, als ob man sich in Abhängigkeit von der Türkei begeben würde. Die Türkei ist selber ein Staat, der schon 2,7 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen hat. Das ist jetzt mal nicht wenig. Und auch die Türkei hat ein Interesse daran, dass es Ausgleich gibt. Sie haben 2,7 Millionen Flüchtlinge aufgenommen und wenn sie dafür Hilfe bekommen können, dann ist das auch ein Faustpfand. Nicht? Man darf nicht vergessen, auf der anderen Seite steht die Europäische Union und sagt, wir geben dir Geld, wenn du uns hilfst, dieses Problem, das auch deines ist, Achtung, Achtung, zu bewältigen. Dafür gibt es dann vielleicht eine Gegenleistung. Und das ist schon auch, sagen wir mal so, eine interessante diplomatische Situation. Dazu gibt es die Kohärenz bestimmter Maßnahmen. Das ist schon faszinierend. Also wenn man sich so anguckt, wo wir am Anfang standen, wo wir jetzt stehen, wie viele Grenzen geschlossen sind und dass die Balkanroute de facto geschlossen ist, das tröpfelt ja nur noch, wenn man das überhaupt so sagen darf. Es kommen ja nur ganz wenig Menschen noch über die Balkanroute nach Deutschland. Womit das zusammenhängt, können wir noch erörtern. Bleibt die Krux an diesem Plan, dass er nur aufgehen und funktionieren kann, wenn es der EU gelingt, genügend Länder zu finden, die aus der Türkei Flüchtlinge in nennenswerter Zahl aufnehmen werden? Ja, sind Sie da optimistisch? Ja, deswegen habe ich ja meine Skepsis zum Ausdruck gebracht, dass da heute Abend jetzt die Kontingente quasi auf der Grundlage dieser Vorlage der Türkei gefunden werden können. Denn bislang, Herr Kastorf hat ja auch schon darauf hingewiesen, oder nein, das war der Korrespondent vorhin auch, der die Kontingente des letzten Mals aufgezählt hat. Also die Bereitschaft der anderen Länder jenseits von Deutschland da mitzumachen, ist sehr überschaubar. Also kann man sich das schwer vorstellen, dass da heute Abend wirklich noch quasi aufgeteilt wird. Ich wollte eins noch zu der Verhandlungsposition der Europäischen Union sagen. Also es gehören immer zwei zum Verhandeln und es sind auch immer zwei, die ihre Positionen da herstellen. Ich habe schon beschrieben, oder wir haben beide schon beschrieben, warum die Türkei rein geostrategisch im Moment in dieser Position ist. Aber es ist auch eine Position der Schwäche, in der sich die Europäische Union selbst gebracht hat. Und ich weiß, dass mir Herr Kastor vielleicht nicht unmittelbar zustimmt, aber ich glaube, dass der Alleingang Angela Merkels in dieser Flüchtlingsfrage da eine zentrale Rolle gespielt hat, der dazu geführt hat, dass am Ende sogar engste Verbündete wie Österreich von diesem Alleingang Merkels Abstand genommen haben oder nicht mehr ihr zur Seite standen dabei. Jetzt sagt ja Angela Merkel immer, wir wollen nicht diese Szenen haben, wie wir sie jetzt in Idomeni erleben. Deswegen setzen wir auf den Schutz der Außengrenzen durch die Türkei. Was aber ist besser daran, wenn die Flüchtlinge im Zweifelsfall auch mit Gewalt in der Türkei zurückgehalten werden und nicht an der mazedonischen Grenze? Das ist meine Frage. Die macht mich nahezu sprachlos, weil wir so, sagen wir, kalt darüber hinweggehen, dass die Bundeskanzlerin eine humanitäre Geste im zutiefst europäischen Sinne gewagt hat.
Das mag situative und intuitive Politik gewesen sein, aus Gründen der beeindruckenden Bilder aus Österreich und dieses Flüchtlingsmädchens, das die Bundeskanzlerin aus dieser administrativen Kühle herausgeholt hat und angefangen hat zu weinen, als sie mit ihr geredet hat. Das lässt keinen Menschen kalt, auch keinen Regierungschef und schon gar keine Regierungschefin in Deutschland. Also wir gehen darüber so kühl hinweg. Das andere ist, dass jetzt möglicherweise Ihr Plan tatsächlich ein rein europäischer ist. Und ich kann gut verstehen, und da sind wir wirklich wahrscheinlich nicht einer Meinung, ich kann gut verstehen, dass Sie authentisch und klar bei diesem Plan bleiben muss. Denn wer, wenn nicht Sie, muss von diesem Plan überzeugt sein, um andere zu überzeugen, dass es nur eine gemeinsame europäische Lösung geben kann. Und Sie sagen, die Türken sollen da diese Grenzen schützen. Nein, Europa muss über Frontex und andere versuchen, die Außengrenzen zu schützen. Das gehört zu Europa dazu. Zu Europa gehört nicht, Zäune aufzurichten. Allerdings, jetzt gucke ich mal auf die andere Seite, spielt der Bundeskanzlerin in die Hände, was ihr entgegenzustehen scheint. Nur einen Satz bitte. Also, dass die Österreicher die Grenze geschlossen haben, wie eine Kaskade bis hin jetzt zu dem, was wir sehen, Mazedonien und Griechenland. Das ist das Schließen der Balkanroute. Und man könnte vermuten, dass das der Bundeskanzlerin entgegenkommt. Deswegen habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, dass die Bundeskanzlerin andere, nicht Sie, andere, so hart mit Österreich ins Gericht gegangen sind. Man hätte auch sagen können, die Österreicher, die verschaffen Angela Merkel eine gewisse Verschnaufpause. Andererseits, auch wieder andererseits, ist es so, dass sie zutiefst davon überzeugt ist, dass Europa an diesem Punkt entweder steht oder fällt. Europa muss dieses Problem gemeinschaftlich lösen oder es ist nicht Europa. Nicht das Europa, das wir alle wollen. Dann ist das, in Abwandlung eines Satzes von Angela Merkel, nicht unser Europa. Dann würde ich die Frage mal gern an Sie weiterreichen. Wenn das denn ist es im deutschen Interesse, dass die Grenzen auf dem Balkan geschlossen werden? Und wenn das durchaus so ist, warum leistet Angela Merkel dann so viel Widerstand dagegen? Weil es nicht dem entspricht, was sie gesagt hat, was sie auch zuletzt wieder im Gespräch mit Anne Will gesagt hat, obwohl vieles, was sie danach getan hat, diesen Aussagen auch per se schon wieder widersprochen hat. Etwa dieses Mal nicht, wie seinerzeit den Flüchtlingen aus Ungarn, denen jetzt an der mazedonisch-griechischen Grenze oder griechisch-mazedonischen genau gesagt wird, und da kommen sie ja, den Durchgang zu gewähren. Wir sind gar nicht so weit auseinander, Herr Kastorf. Natürlich muss das eine europäische Lösung sein. Das geht gar nicht anders, weil es kann keine national-deutsche Lösung bleiben. Nur die Art und Weise, wie sie die Dinge angegangen ist oder hat, die ist nicht dazu angetan, eine europäische Lösung herbeizuführen. Das ist der einzige Punkt, wo wir, der ist aber nicht unerheblich, ja, wo wir unterschiedlicher Ansicht sind. Darf ich darauf nochmal zurückkommen? Bitte. Also wenn sie jetzt alles hätte abstimmen wollen, hätte es keine humanitäre Geste gegeben. Es war in dem Moment, das ist wie im wirklichen Leben, das Tun zeigt das Wollen. War es die Anforderung, Ja oder Nein zu sagen? Wir beide wissen, in welcher Situation es zum Beispiel auch um Ja oder Nein, ja, aber das dann alles mit den europäischen Partnern abzustimmen, sodass jeder sich einbezogen fühlt, war nicht möglich. Jetzt hat sie es gewagt, ich sage das unglückliche Wort, zu führen, innerhalb Europas einen Ton zu setzen und einen Takt vorzugeben und zu sagen, wir müssen humanitär sein. Jetzt kommen alle und sagen, das geht aber nicht. Das konnte sie nicht konsentieren, wie man so schön sagt. Sie konnte nicht mit allen Leuten darüber reden und sagen, seid ihr einverstanden, seid ihr einverstanden, seid ihr einverstanden. Dann wäre das Momentum vorbei gewesen und die Menschen wären tot. Und jetzt ist es besser, das Momentum, meinen Sie? Oder wie soll ich das verstehen? Ich verstehe die Frage jetzt nicht. Ja, weil Sie sagen, es war so richtig, also das erstmal zu tun, aufzumachen, zu sagen, jetzt ist es da und jetzt müssen wir uns gemeinsam um die Lösung kümmern. Das hat doch aber dazu geführt, dass viele von den Verbündeten, die sie noch an ihrer Seite hatte, immer weiter von Deutschland und von ihrer Seite gewichen sind. Also, wer ist denn von ihrer Seite? Die Franzosen immer noch an ihrer Seite, selbst wenn sie nicht mehr als 30.000 aufnehmen. Aber ich bitte Sie, Herr Kastorf, das ist doch eine Quantité negligible, um es mal auf Französisch zu sagen. Ja, dann sage ich jetzt mal, umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Sie sagt, wir nehmen so viel auf, wie wir können, jetzt noch aufnehmen können, nachdem wir weit mehr als eine Million aufgenommen haben. Jetzt gucken wir uns mal die Genfer Flüchtlingskonvention an. Und da ist sie ja konsistent. Ich meine, ich rede hier wie ein Regierungssprecher, oder? Aber, ein bisschen. Aber sie ist konsistent in dem, was sie gesagt hat. Wir handeln nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Wenn danach Kontingente ausgehandelt werden, dann gucken wir uns die Gesamtzahl an und dann kommen wie viel raus? So, ich glaube, ungefähr 200.000. Da müsste die CSU auch zufrieden sein. Die Deutschen können argumentieren innerhalb Europas. Wir können jetzt und wir werden jetzt noch 200.000 aufnehmen. Und ihr, liebe Europäer, bitte seht, dass das die europäische Anforderung ist. Und eines zu denen, die keine aufnehmen wollen.
Das wird auch nicht ganz einfach, sagen wir mal, in Freundschaft zu machen sein. Aber die Polen zum Beispiel sagen, sie nehmen nur Christen auf, weil sie keine Erfahrung mit Muslimen haben. Da sage ich, gut, die Eritreer sind fast alle Christen. Dann nehmen die Polen, wenn sie den europäischen Gedanken hochhalten wollen, dann nehmen die Polen Eritreer auf. Es gibt einen Weg und hier ist der Punkt erreicht, wo sie sich bekennen können. Zu Europa und zum europäischen Weg. Bin mal gespannt. Sie unterschlagen bei der Argumentation, Herr Kastorf, dass niemand nach Polen per se möchte, sondern alle erstmal hierher kommen. Und dann weiter zu vermitteln, wäre die nächste politische Aufgabe. Sie tun ja so, als würden hier auch nach Polen streben oder nach Portugal. Das ist aber nicht der Fall. Nochmal zurück zu Angela Merkel. Wer nach Europa will, kommt nach Europa. Wer nach Europa will, kommt nach Europa. Er kann sich dann nur nicht mehr so einfach aussuchen, wohin er kommt. Europa ist ein, e pluribus unum, ist eine große Staatengemeinschaft. Und dann kommt man nach Europa und dann wird man nach wohin auch immer kommen und nicht notwendigerweise nach Deutschland. Selbst wenn der Anziehungspunkt Deutschland, damit werden wir noch mit einem Einwanderungsgesetz reagieren müssen, so enorm groß geworden ist, wie wir uns das niemals vorstellen können. Aber ich sage nochmal, wie ich dankbar bin, dass Deutschland inzwischen in der Welt eine solche Attraktion hat. Offenkundig machen wir was richtig hier, auch politisch. Angela Merkel hat immer gesagt, wir wollen eine gemeinsame europäische Lösung. Könnte es sein, dass sich vielleicht auf diesem Gipfel eine gemeinsame europäische Lösung herauskristallisiert, aber das ist eben keine rein deutsche Lösung, sondern vielleicht irgendwie so eine Lösung Merkel plus Österreich. Also Merkel bekommt das, was sie vor allem will, nämlich eine Sicherung der Außengrenzen. Und gleichzeitig bleibt die österreichische Lösung, nämlich die Schließung der Balkanroute, das bleibt auch bestehen. Es besteht beides nebeneinander und im Endeffekt kommen kaum mehr Flüchtlinge nach Europa durch. Naja, also wenn wir das bisschen an Informationen, was wir bisher bekommen haben, richtig deuten, dann soll es ja quasi eine 1-zu-1-Lösung geben. Also die Türkei nimmt die Flüchtlinge direkt zurück, die quasi anlanden in Griechenland. Und im Austausch dafür werden also direkt legal Syrer nach Europa gebracht. Dann haben wir wieder Größenordnungen, wo man sich über Kontingente wird unterhalten müssen. Also da kommt man nicht drum rum, Balkanroutenschließung hin oder her. Aber die Schließung der Balkanrouten gehört zu dem, was offensichtlich jetzt hier in Brüssel offen ausgesprochen oder nicht offen ausgesprochen akzeptiert wird, oder? Wir reden jetzt hier über die Türkei, das ist auch wichtig, ja. Im Moment entscheidend wichtig, weil es der EU-Türkei-Gipfel ist. Aber wir sollten Griechenland nicht vergessen. Und wie sagt die Bundeskanzlerin, unnachahmlich, also wir haben ja nicht Griechenland in anderer Situation gerettet, um es jetzt fallen zu lassen. Da ist ja auch was dran. Das heißt, es muss ein ganzes, deswegen sage ich es irgendwie Metternich, es muss ein ganzes Geflecht an politisch-diplomatischen Maßnahmen geben. Du musst selbstverständlich in der Region helfen, aus der die Flüchtlinge kommen. Du musst selbstverständlich den Jordaniern und allen, die da unvergleichlich viel mehr Menschen aufnehmen als Europa in Bezug zu ihrer Einwohnerzahl, denen musst du helfen. Du musst in Syrien irgendwas tun und du musst in Griechenland etwas tun und du musst in der Türkei etwas tun. Nur dann wird dieses ganze Problem auch mit Europa zu lösen sein. Das heißt, dass da sehr viel mehr verhandelt wird und deswegen ist das ein Punkt, sehr viel mehr verhandelt wird, als wir jetzt hier in den Filmbeiträgen schon gehört haben. Sehr viel mehr. Da werden auch Hilfsmaßnahmen zum Beispiel in Jordanien zu erörtern sein. Dann werfen wir jetzt mal einen Blick nach vorne. In 6 Tagen sind Landtagswahlen. Das, was sich da jetzt rauskristallisiert, wie dieser Gipfel abläuft, wird das Angela Merkel am nächsten Sonntag und ihrer Partei helfen? Wir kennen das mögliche Ergebnis dieses Gipfels nicht. Also insofern muss das Spekulation bleiben, was ich jetzt antworte. Sicher ist aber eines, sie wollte, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt, an dem wir uns hier und jetzt befinden, weiter sein, als sie ist. Das war der Plan, spätestens mit diesem Gipfel, eigentlich schon mit dem zuvor. Wir haben ja im Moment quasi wöchentliche EU-Gipfel. Wollte sie eine Regelung haben, mit der die CDU in den 3 Landtagswahlen, die Sie jetzt ansprechen, besser dasteht, als sie jetzt absehbar dasteht. Und das Wetterleuchten dieses Dastehens oder einen ersten Test dieses Dastehens haben wir ja heute, beziehungsweise gestern, Entschuldigung, bei den Kommunalwahlen in Hessen schon erlebt mit ziemlich erschütternden Ergebnissen. Das ist eine komplexe Situation, wie sie eigentlich Angela Merkel angemessen ist. Also finde ich irgendwie schon auch
interessant, gerade so paradigmatisch. Es ist also so, dass Wankelmut ja selten gut tut. Und wenn man sich so in Rheinland-Pfalz, dem Stammland von Helmut Kohl, anguckt, wie Julia Klöckner versucht hat, sich abzusetzen und zugleich an der Seite von Angela Merkel zu bleiben, das hat doch schon seinen eigenen Charme, will ich mal sagen. Das meine ich wirklich bitterironisch. Nee, der erfolgreichste Wahlkämpfer ist im Moment derjenige, der fest an der Seite von Angela Merkel steht, und der heißt Winfried Kretschmann und ist Grüner. Der sagt, die Bundeskanzlerin hat recht, ich bete für sie. Er sagt wörtlich, ich bete für sie, jeden Abend, großartig. Der hat Erfolge. Warum? Weil es natürlich auch einen eigenen Appeal hat, dass ein Grüner eine schwarze Bundeskanzlerin verteidigt. Nein, aber auch, weil es christlich-soziale und christlich-demokratische Politik im Ursinne ist. Und weil es den Leuten schon auch Bewunderung abnötigt, wenn jemand eine politische Position einnimmt, die nicht jedem sofort gefällt. Aber Herr Kastorf, Sie wollen nicht bestreiten, dass der Schwund der CDU in allen drei Ländern, am wenigsten ja noch in Sachsen-Anhalt, dass der Schwund der CDU oder das Nicht-nach-vorne-Kommen von Julia Klöckner nicht auch etwas mit der merkelschen Flüchtlingspolitik zu tun. Also zu tun, als sei das Geeier von Frau Klöckner und auch das Geeier von Herrn Wolf da primär ursächlich, finde ich nicht ganz fair. Natürlich wird es hinterher so nicht sein. Nicht primär, aber es hat sicherlich 4 Prozentpunkte gekostet. Es gibt Beispiele für Wahlkämpfe, die, wenn sie sich fest an die Seite derer gestellt haben und seien sie umstritten, die gewonnen haben. Nehmen wir Matthias Platzek in Brandenburg, als die Agenda 2010 ungeheuer umstritten war. Da war der einzige Ministerpräsident im Wahlkampf, der gesagt hat, und ich finde das richtig, Matthias Platzek, und er gewann. Er gewann hinzu. Also es hat bis jetzt noch keinen Wahlkampf gegeben, wo man gegen den eigenen Kanzler hat gewinnen können. Da gibt es auch wieder historische Beispiele. Also man kann nicht dafür und dagegen zugleich sein. Exakt. Im Grunde ist mit dem Plan A2 von Frau Klöckner auch schon alles gesagt gewesen. Wenn Sie, entweder Sie haben Plan A und sind für Plan A, also für Merkel, oder Sie haben Plan B und machen Wahlkampf mit Plan B. Aber mit Plan A2 fallen Sie mutmaßlich auf die Nase. Also das klingt ja sehr logisch, was Sie da beide sagen. Nichtsdestotrotz haben alle drei Spitzenkandidaten der Union in diesen drei Landtagswahlen, Wolf in Baden-Württemberg und Klöckner in Rheinland-Pfalz, sich etwas halbseiden gegen den Kurs gegen den Kurs der Kanzlerin gewandt. Haselhoff in Sachsen-Anhalt hat sich richtig vehement gegen den Kurs der Kanzlerin gestellt und hat gesagt, ich fordere eine Obergrenze und ich definiere die hat auch. Hat aber nicht hinzugewonnen, nicht? Er hält sich gerade so. Das ist der Einzige, der vielleicht wiedergewählt wird. Das ist ja, ob er wiedergewählt wird oder nicht, ist ja nicht die Frage, ob er hinzugewonnen hat, ob es ihm hilft. Und die AfD liegt jetzt so hoch, dass die Leute sich irgendwann auch mal sagen werden, so wie du redest, dann nehme ich lieber das Original. Und das Original in dieser Frage ist jemand anderes. Wir sind aber auch begnadet in Deutschland, dass wir über die vielen Jahre ein so stabiles Parteiensystem hatten mit so wenig Parteien. Jetzt differenziert es sich aus. Gerhard Schröder hat die Linke stark gemacht. Das war halt der Preis für seine Reformagenda, die am Anfang nun wirklich auch nicht sehr beliebt war und bis heute nicht ist. Und der Preis für diese zutiefst europäische Politik, übrigens würde mich interessieren, was Helmut Kohl dazu sagt. Mich würde wirklich interessieren, was er sagt. Vielleicht kriegt man ihn noch irgendwann dazu. Der Preis für diese europäische Politik ist, dass auf der Rechten, sagen wir jetzt mal Rechten, denn die kommt ja auch schon bald wieder links raus, die AfD, dass da eben eine Partei sich auch etablieren kann. Denn die Flüchtlingsfrage dauert lange, lange, lange und so schnell ist sie nicht weg, die AfD. Also gelegentlich hat sich Helmut Kohl zu Angela Merkels Europapolitik geäußert. Und das war nicht wohlwollend. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Aber das war vor dieser Zeit jetzt. Jetzt hat sie sich zu Europa bekannt, wie es der Ehrenbürger Europas ganz gewiss gut fände. Ich glaube trotzdem, dass Helmut Kohl diese Sache anders angepackt hätte. Ja, der hätte das Scheckbuch rausgeholt. Das ist wahr. Nein, der hätte nicht nur das Scheckbuch rausgeholt. Doch. Der hat schon längst Geld bezahlt. Sie haben ja das Stichwort AfD in die Debatte eingeführt. Mal sehen, wer am Ende mehr bezahlt, Herr Kastorf. Mal sehen, wer am Ende mehr bezahlt, das Geld. Jahrzehntelang hat es zur DNA der Union gehört, dass rechts von der Union keine demokratische Partei entstehen kann. Jetzt entsteht mit Macht und zweistelligen Zahlen eine Partei rechts von der Union. Und Angela Merkel scheint das überhaupt nicht zu kümmern. Ja, sie steht ja stabil da. Insofern für sie ist das erstmal kein Problem. Herr Kastorf hat in meinen Augen recht, so wie die Politik Gerhard Schröders die Linke genährt hat, so nährt natürlich die Politik der Mitte, die Angela Merkel macht, mit, würde ich mal sagen, sozialdemokratischen Auslegern und grünen Auslegern auch, lässt an dieser Ecke Raum. Dann hat die AfD noch eine Mutation erlebt im Übergang von Bernd Lucke zu Frau Petri, hat sie sich natürlich noch mal mehr
radikalisiert. Mit Bernd Lucke war es eine Wirtschaftspartei, antieuropäisch, aber klar mit einem wirtschaftspolitischen Profil. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also sie bietet sich noch mehr an für Radikale oder Enttäuschte. Und deswegen kommt es zu dieser Fragmentarisierung, auf die Herr Kastorf hingewiesen hat. Vielleicht darf man noch eins dazu sagen. Also die AfD hat ja, also ich erinnere mich an den brandenburgischen Wahlkampf, hat ja nun auch, sagen wir mal, linke Attitüden. Also wie Herr Gauland, der Spitzenkandidat der brandenburgischen AfD, Sarah Wagenknecht gut fand wegen ihrer politischen Ansichten, nicht alle, aber viele, das fand ich doch auch schon interessant. Und die Reaktion von Sigmar Gabel, dem SPD-Vorsitzenden, auf, sagen wir so, das Erstarken der AfD, ist ja auch die Angst, dass die AfD in dem, ich sag's jetzt mal zugespitzt, Kleinbürgermilieu unter den kleinbürgerlichen Wählern der SPD zuschlagen könnte. Der spürt das, er riecht das. Das ist ja nun ein politisches Tier, das weiß er auch. Und das ist ja auch wahr. Also es ist nicht nur eine rechte Partei, sondern es ist auch noch eine Partei, die in den sogenannten linken Rand hineinwirken kann. Und da holen die verschiedene Gruppen zusammen und dann kommt noch dieses Unzufriedenheitsgefühl und dann sind die bei 19%. Und da wird einem Angst und Bange. Und das wird nicht so schnell enden wie so. Republikaner. Und deswegen war ich heute erstaunt, als Volker Bouffier, der Ministerpräsident von Hessen, gesagt hat, das wird ein temporäres Phänomen bleiben. Das wird auch wieder vorbeigehen, so wie mit der NPD oder den Republikanern auch mal in Landtag. Das glaube ich nicht. Dazu ist die Dimension zu groß. Dazu ist die Aufgabe, die auch noch weiter vor uns steht, mit der Integration der Flüchtlinge zu groß, als dass man es so als politische Eintagsfliege abtun könnte. Ich würde gerne noch mal auf das zurückkommen. War das wirklich so unvermeidlich eine zwangsläufige Folge der Geschichte oder der politischen Ereignisse, dass da so eine neue Partei am rechten, meinetwegen auch rechtslinken Rand entsteht, dass das einfach nicht mehr erfolgreich sein konnte, was die Union über Jahrzehnte gepflegt hat? Sie hat den konservativen Teil abgedeckt und da war gar kein Bedürfnis für eine Partei. Ist doch gar nicht. Also die CDU ist doch gar keine konservative Partei mehr im landläufigen Sinn. Ist eine moderate Partei, sagen wir, demokratischen Zuschnitts wie in Amerika. Also ganz früher waren das die Republikaner mit Henry Kissinger und anderen, die hatten ganz vernünftige Leute und das war eine moderate Partei. Jetzt sind es die Demokraten, die sind nämlich ganz schön konservativ in Amerika. So ist es inzwischen auch. Das ist eine sozialdemokratische Union Deutschlands geworden. Wenn ich mir die Politik angucke, die CDU macht, da kann man auch SDU sagen. Also die SPD hat einen Vorschlag gemacht, hat die CDU schon gesagt, ja, machen wir auch, längst verabredet. Also das ist schon auch eine andere Partei und dahinter kommt sie nicht mehr zurück. Sie kann sich jetzt nicht mehr so entwickeln wie unter Dregger oder zu anderen Zeiten. Sie sind ja, Herr Schier, noch auf der Suche nach anderen möglichen Erklärungsmustern neben denen, die wir gerade geboten haben. Ich glaube schon, dass der Zustand einer großen Koalition auch dazu beiträgt, dass die Ränder stark gemacht werden. Also ich spitze ein bisschen zu. Wir sind im 11. Jahr der großen Merkel-Koalition. Ich weiß, da gab es schon auch mal 4 Jahre Schwarz-Gelb, aber da hat sie mit der FDP koaliert, aber letztlich auch mit der SPD lieber regiert und war auch froh, als es dann wieder mit der SPD losging. Und wenn große Koalitionen, das haben alle Leitartikler zu Beginn geschrieben, ich glaube, zu Recht, sollten der Ausnahmezustand sein. Es ist aber jetzt Dauerzustand in Deutschland geworden. Und das könnte ironischerweise durch das Aufkommen der AfD noch immer häufiger werden. Sie gebiert sich dann aber kleiner. Ne? Das muss man wissen. Also die große Koalition, die sogenannte... Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg reicht es vielleicht gar nicht mehr für 50%. Also die Steigerung ist die größte. Die größte Koalition ist dann die sogenannte Deutschland-Koalition. Das ist dann die größte Koalition, ist die Steigerung der großen Koalition. Der Begriff gefällt mir nicht. Ja gut, es kommt durch die Farbenzustimmung. Ja, ich weiß, ist schon klar. Aber da knattert schon die deutsche Fahne im Wind. Aber das ist nicht so das, was mir so gefällt. Außerdem finde ich es auch ganz gut, wenn sich nicht alles so zusammenfindet. Aber bei der Union ist es schon auch so, oder bei Merkel, bleiben wir noch einen Augenblick bei Merkel, in jeder Kanzlerschaft kommt das Ende aller Beliebigkeit. In jeder, bisher noch in jeder, musstest du dich irgendwann zu irgendeinem Kurs verstehen und bekennen. Dafür stehst du und notfalls fällst du dafür. Angela Merkel hat sich entschieden, Europa ist ihr Projekt, ist ja ganz ehrenwert. Und dafür nimmt sie in Kauf, dass das geschieht. Sie kommt auch davon nicht mehr weg, ohne allerschwerste Blessuren. Denn dann wird man sagen, das war doch alles gar nicht ernst. Und nichts wäre schlimmer wie bei Wolf, wie bei anderen, wenn man ihr jetzt auch noch nachsagen könnte, du, das war dann auch nur situativ, intuitiv, das war nur so dahingesagt. Bisschen cleverer ist sie allerdings schon. Also sie macht ja schon auch eine Politik, die so versucht, ungefähr einen Plan herzustellen.
Ist Angela Merkel standhaft oder stur? Offen gestanden stelle ich mir die Frage selber immer wieder. Ich glaube, dass sie aus den Gründen, die Stefan Andreas Kastorf gerade genannt hat, nicht hinter ihre Position zurückgeht, aus grundsätzlichen Erwägungen, sage ich jetzt mal, um das Wort Sturheit zu vermeiden, auch damit das Prinzipielle klar wird. Ich glaube nicht, dass sie ein wirkliches Projekt hat, aber da müssen wir ja nicht einer Meinung sein. Sie fährt ja zweigleisig in Wahrheit. Also sie setzt sich hin bei Anne Will und sagt, ich mache alles genauso weiter wie bisher und macht es in Wahrheit nicht. Ich finde das etwas schwierig, weil ich glaube schon, dass das, was Donald Tusk dann gesagt hat, von ihr hätte kommen müssen. Also dass sie hätte sagen müssen, liebe Leute, glaubt den Schleppern nicht, macht euch nicht unbedingt auf diesen Weg, riskiert nicht euer Leben und gebt nicht euer Geld aus. Hier ist nicht für alle das Paradies. Das hat sie nicht gemacht, aus den Gründen, über die Herr Kastorf gerade geredet hat. Dann hat es Tusk gemacht. Ich würde es nicht als Zeichen von Schwäche ansehen, sondern als Zeichen von Stärke zu sagen, das war gut gemeint, das überfordert jetzt aber unsere Möglichkeiten. Also bitte steigt nicht alle in diese Boote. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber zu Angela Merkel würde auch wieder passen. Ist ja mindestens gut bekannt, wenn nicht gar befreundet mit Donald Tusk. Ja? Also zu Angela Merkel würde es auch passen, dass sie bestimmte Dinge eben nicht sagt, sondern andere sagen lässt. Sie lässt ja auch andere sich selbst umbringen durch die Sätze, die sie da von sich geben. Und sie hat nun schon, ja, also politisch umbringen. Eindeutig, ja. Aber würde mich jetzt doch interessieren, auf wen Sie da anspielen. Naja, also in Ihrer Partei kann ihr aktuell niemand wirklich gefährlich werden. Das ist auch schon interessant. Nach all denen, die schon nicht mehr da sind, sind auch diejenigen, die noch da sind, keine aktuelle Gefahr. Also sie muss gar nicht viel selber sagen. Die anderen sagen schon die Dinge, die sie disqualifizieren. Also jeder disqualifiziert sich so gut, wie er kann, und das schaffen die dann. Es ist gut für Sie. Die Frage ist, ist es gut fürs Land und gut für die Partei? Sie war aber noch nie eine große Erklärerin. Also nein, weil sie selbst gerade beschreiben, und ihre Politik erklärend war sie noch nie gut, obwohl sie besser geworden ist, das muss man schon sagen. Sie versucht es jetzt schon sehr viel mehr, allein Anne Will und so, im Parlament sogar auch. Aber sagen wir mal so, ich fand es interessant, dass es Donald Tusk war, der es gesagt hat. Es hätte auch von Thomas de Maizière kommen können oder wem auch immer. Also, höre ich da richtig raus, dass Sie sagen, es gibt vielleicht doch so etwas wie eine Wende in Angela Merkels Flüchtlingspolitik, aber sie verschleiert das ein bisschen, sie lässt das an der Stelle Donald Tusk sagen und handeln lässt sie die Österreicher. Sie ist Physikerin. Die wissen am Anfang auch nicht so ganz genau, was am Ende rauskommt, wenn sie einen Versuch machen. Das ist ja immer der Irrglaube, dass ein Physiker morgens früh aufsteht und sagt, ich erfinde heute die Relativitätstheorie. So ist es nicht. Er macht eine Versuchsanordnung und am Ende kommt was raus, das nennt er dann irgendwie. Aber die Fliehkräfte aushalten, das kann sie. Und die Fliehkräfte zusammenhalten, das kann sie auch. In sich selbst und mit anderen. Vielleicht wusste sie, dass das, was sie sagt, nicht wirklich bis zum Ende, aber dass das, was sie sagt, Widerstände hervorrufen würde. Und sie geht jetzt mit den Widerständen um. Das wäre wiederum physikalisch. Können Sie folgen? Also ich kann folgen, also ich kann logisch folgen, aber ich würde dem nicht folgen, um präzise zu bleiben. Ja, ich sage ja, es ist gewagt, die These ist gewagt, aber sie ist die Physik der Politik. Ich offen gestanden die These schon für gewagt bis leicht verstiegen, dass Donald Tusk im Auftrag der Kanzlerin diesen Satz gesagt hat. Mal ein anderer Akzent, man weiß es nicht. Ja, also. Ich würde gerne noch mal zum Schluss der Sendung den Blick auf die Landtagswahlen werfen. So wie das aussieht, wer muss eigentlich diese Landtagswahlen mehr fürchten, die Union oder die SPD? Oh. Eine sehr gute Frage, Herr Schier. Danke. Das hängt tatsächlich, für meinen Begriff hängt ganz, ganz viel an Rheinland-Pfalz. Ja. Und wenn Malu Dreyer, also die Amtsinhaberin, dort gewinnt, dann hat Sigmar Gabriel ein bisschen Verschnaufpause. Und wenn Julia Klöckner gewinnt, Angela Merkel. Das Verrückte ist, selbst wenn Julia Klöckner nicht gewinnt, wir haben vorhin darüber gesprochen, ist es für Angela Merkel auch etwas komfortabler aus den Gründen, über die wir geredet haben. Also unterm Strich würde ich sagen, kommt Sigmar Gabriel in schwereres Wasser als Angela Merkel. Natürlich so. Voll und ganz, weil stellen Sie sich mal vor, Julia Klöckner verliert. Die Bundeskanzlerin muss doch gar nichts sagen. Das werden die im Bundesvorstand sagen, Julia, hättest du doch mal anständig an der Seite von und so weiter. Oder denn Guido Wolf wird nicht Ministerpräsident Baden-Württemberg. Guido, wie konntest du im letzten Moment und so weiter und so weiter. Das werden die Menschen da sagen. Und schon gar, weil sie ihre Kanzlerin, ihre Angela schützen wollen. Also offensichtlich haben wir hier Einigkeit. Angela Merkel hat nichts zu befürchten, wie diese Landtagswahlen ausgehen. So ein ist es nicht. Komplexe Situation. Für beide Volksparteien
steht da ein Meteoriteneinschlag bevor. Das, glaube ich, kann man eindeutig absehen. Wir haben nur gesagt, dass es für Sigmar Gabriel und die SPD noch schwieriger wird als für die CDU. Aber wer soll statt Sigmar Gabriel kommen? Wer möchte das Amt dann in dieser Situation haben? Die SPD steht im Bund bei 23, in manchen Ländern bei 15, also Projekt 18. Wer möchte jetzt dahin gehen? Olaf Scholz? Gewiss nicht. Hannelore Kraft? Gewiss nicht. Martin Schulz? Gewiss nicht. Andrea jetzt Nahles nicht. Andrea Nahles. Ja, okay. Das könnte sein. Was passiert denn mit unserem Parteiensystem, wenn das kommt, was sich da in einigen Umfragen andeutet, dass die SPD viertstärkste Partei wird hinter der AfD in Sachsen-Anhalt, dass dasselbe vielleicht passiert in Baden-Württemberg? Was bedeutet das am Ende? Die SPD muss tatsächlich, und deswegen sind wir an dem Punkt ja auch einig, mehr um den Status als Volkspartei im Moment kämpfen und ringen als die CDU. Und sie muss... Projekt 18 hat Herr Kastorf ja ironisch angespielt auf das, was die FDP mal mit Guido Westerwelle vorhatte. Sie spielt dann tatsächlich in einer anderen prozentualen Liga. Da kommen teilweise in den Bundesländern noch Spezialeffekte hinzu durch, sagen wir, nicht ganz überzeugende Kandidaten. Aber sie hat ein strukturelles Problem und das auch schon seit vielen, vielen Jahren. Was ich bedauere im Übrigen, weil wenn man nur empirisch betrachtet, was die SPD macht, dann macht sie enorm gute Regierungspolitik. Überall, wo sie regiert, ist sie regierungsstark. Sie ist regierungstreu, sie ist regierungsstark, sie ist ein verlässlicher Partner. Die eigentliche Staatspartei ist wirklich die SPD. Die sind immer in Koalitionen staatstragend und machen ungeheuer viel auch gegen das eigene Herz, contre-coeur. Und das wird ihnen nicht so recht gelohnt. Sie müssen trotzdem dabei bleiben, weil es auch für die keine andere Chance gibt, als ihren Kurs der Verlässlichkeit, der Solidität, der Glaubwürdigkeit fortzusetzen. Wenn sie das jetzt auch noch über Bord würfen, was ich nicht glaube, das tun sie nicht. Sie können nicht linker werden als die Linken, sie können nicht grüner werden als die Grünen, nicht schwärzer als die Grünen. Sie können auch nicht schwärzer als die Schwarzen werden, die gar nicht mehr schwarz sind, nämlich rot. Sie verstehen, sie müssen so bleiben, wie sie sind. Ich würde gerne am Ende von Ihnen beiden noch eine Antwort auf die Frage haben, was passiert denn mit unserer Demokratie, wenn sich auf Dauer eine Partei wie die AfD etabliert? Ist das ganz normal, weil gibt es überall in Europa, oder ist das eine Gefahr für unsere Demokratie? Also, Herr Kaiser. Natürlich ist eine Partei wie die AfD eine Gefahr, weil sie dazu verführt, den eigenen Maßstab an dem auszurichten, was sehr viel radikaler daherkommt. Und deswegen muss jeder für sich, jede Partei, die in diesem demokratischen Spektrum tätig ist, ihren Kompass haben. Und sie darf davon nicht abrücken. Und nur wenn sie dementsprechend handelt, wird sie auch mit der AfD richtig umgehen. Also die FDP darf nicht nach rechts außen wandern, die Linke, also die Sozialdemokratie darf nicht nach links oder in ein verdeckt linksnationales Milieu kommen. Also Kurt Schumacher war das auch mal, ne? Historisch gesehen. Lauter so Geschichten. Jeder muss jetzt bei sich bleiben. Sie müssen sich ihrer selbst vergewissern und ihre Politik, die sie für richtig gehalten haben, nicht einfach über Bord werfen. Das ist eine enorme Herausforderung unter solchem Druck. Also wenn eine Partei in einer Demokratie gewählt wird, dann muss man das erstmal demokratisch zur Kenntnis nehmen. Und dann kann man nicht sagen, es ist ein Problem für die Demokratie, sondern es ist Demokratie, wenn das stattfindet. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder diese Partei verfolgt Ziele oder sagt Sachen, die strafrechtlich oder sonst wie rechtlich relevant sind oder vielleicht gegen die Verfassung sind, dann muss sie entweder verboten werden oder dann muss sie da jedenfalls wieder davon zurückgeholt werden. Oder aber, und das fehlt mir ehrlich gesagt bei allen anderen sogenannten Altparteien, wie die AfD immer sagt, sie muss politisch gestellt werden. Und da tun sich alle leider noch sehr schwer, damit umzugehen, dass da eine Partei ist, die man nicht einfach in den Skat drücken kann, die Prozente bekommt, die man auch nicht einfach beiseite tun kann. Wie gesagt, ich finde auch nicht, dass man sagen kann, wie Volker Bouffier, das verschwindet schon wieder. Nein, damit müssen sich die anderen Parteien demokratisch auseinandersetzen. Das ist Demokratie. Das war unter den Linden. Vielen Dank an Sie beide für diese lebhafte und energische Diskussion. Vielen Dank an Sie zu Hause für Ihr Interesse. Und ich wünsche Ihnen weiter viel Spaß beim weiteren Phoenix-Programm. Morgen zur selben Zeit wieder die Phoenix-Runde. Auch da geht es um die Bewertung des Gipfels von Brüssel. Schönen Abend.